Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück hier zu Part Nummer 11 Super Mario 64 in der 3D All-Stars Collection auf der Nintendo Switch hier auf meinem Kanal. Ja, wir haben das letzte Mal 7 rote Münzen eingesammelt und wir sind jetzt auf der Suche nach der 8. roten Münze und ja, weiter geht's in dem Sinne. Hier in der Höhle hatten wir die ja nicht gefunden und dann würde ich mal sagen, ja, tauchen wir erstmal zurück hier ins Wasser rein. Dann schauen wir mal, ob ich die noch finde hier, die 8. Münze. Den Aal haben wir auch schon, ja, aus dem Loch rausgeholt. Das Schiffswrack haben wir schon, ja, einmal wieder auftauchen lassen in dem Sinne. Ich glaube, ich weiß auch, wie man hier diesen Stern bekommt. Man kann ja in der einen Muschel oben am Anfang, da kann man dann diese Koopa-Muschel rausholen, den Koopa-Panzer. Und ja, damit schwimmt man ja schneller. Und ich denke mal, dann kriegen wir auch hier diesen Stern. Das wird auch, denke ich mal, die letzte Aufgabe in dieser Welt sein hier. So, was ist denn eigentlich mit der Muschel hier? Geht die eigentlich noch auf hier? Ah ja, da hatten wir auch eine rote Münze, eine rote Sternmünze drin gefunden, bin ich der Meinung. So, würde sagen, wir tauchen jetzt erstmal ein bisschen hoch. Ja, müssen wir mal schauen, wo ist dann die 8. rote Münze? Ah, jetzt müssen wir eh auftauchen. Da unsere Luft so langsam ausgeht. Schauen wir erstmal hier oben weiter hoch. Vielleicht ist ja hier hinter dem Schiff irgendwo die 8. Münze. Schauen wir mal. Oder müssen wir in das Schiff nochmal wieder rein? Das kann natürlich auch sein. Das ist jetzt da aufgetaucht und ja, in das Fenster kann man ja trotzdem wieder rein. Das kann natürlich auch sein, dass da die rote Münze ist. Wir können natürlich auch hier nochmal überall schauen. Aber ich habe die jetzt nirgendwo gesehen oder ich wüsste jetzt nicht, wo die sein soll, die letzte rote Münze. Schauen wir mal. Oh, ich sehe gerade, hier ist auch noch eine Muschel hier oben. Ja, nice, hier ist sie. Ah. Ja, sehr cool. Somit haben wir alle 8 rote Münzen eingesammelt. Ja, dann holen wir uns natürlich jetzt noch schnell den Stern hier. Ja, hier gehen wir natürlich wieder mit dem Rückwärtssalto einmal nach oben hoch hier. Wenn Mario dann mal das auch mal möchte, so wie ich das möchte. Ja, dann müssen wir hier natürlich wieder rüber, den Schalter aktivieren. Und natürlich einmal schnell rüber rennen. Sehr nice, sehr nice. Ja, das klappt da alles auf Anhieb hier in der Welt hier. Das ist natürlich sehr cool. Ja, dann haben wir jetzt alle 8 rote Münzen eingesammelt. Ja, sehr, sehr nice auf jeden Fall. Dann haben wir die Welt hier schon fast, ja, komplett in dem Sinne. So, das heißt, wieder rein in die Wasserwelt hier. In die Piratenbucht Panik. Laufe durch den Strudel. Wie laufe durch den Strudel? Das kann man doch gar nicht, glaube ich. Wie soll man da dann durchlaufen? Ich versuche das einmal mit der Muschel, die ich meinte eben. Ja, wenn das nicht klappt, dann muss man, glaube ich, den grünen Schalter irgendwie finden im Schalterpalast. Da habe ich auch schon vom Trisomat 3000 ja in den, ja, im vorletzten Part so einen Hinweis bekommen, in welcher Welt das ist. Dann müsste man das mal schauen. Sonst gehen wir erstmal in die nächste Welt, wenn das jetzt nicht klappt hier mit dem Koopa-Panzer. Schauen wir mal. Ich versuche jetzt einmal mal mit dem da reinzuschwimmen in den Strudel. Hä? Nein! Aber wie soll man da dann durchlaufen? Also eigentlich, ja, kann man ja nur mit dem Grünschalter, soweit ich das weiß, oder denke in dem Sinne, da kriegt man diesen Metall-Mario, dann ist man ja so schwer irgendwie, ne? Und dann könnte man hier reinlaufen. Also so geht das auf jeden Fall nicht. Wir können das natürlich nochmal machen, indem wir hier einmal, na, den Kurs einmal verlassen. Wieso zeigt er hier eigentlich nicht immer dieses Startmenü an? Jetzt macht er das, okay, okay. Ja, ich würde sagen, dann versuchen wir es noch einmal mit dem Koopa-Panzer. Wenn das nicht klappt, dann gehen wir erstmal in die nächste Welt. Weil ich denke, dass man das dann erst mit dem grünen Ausrufezeichen-Blöcken, also diese grünen Blöcke,
ja, aktivieren kann und dann kriegt man diese Mützen, diese Tarnkappen am. Also diese. Da hinten sind die ja, die grünen Blöcke, da ist einer. Den müssen wir natürlich erst aktivieren, den Schalter, und dann. Ja, dann würde es gehen mit dem Metall Mario, denke ich mir mal. Oder ich versuche jetzt nochmal mit der Muschel. Mit dem Koopa-Panzer, eher gesagt, dahin zu. Ja, schwimmen, so schnell wie möglich. Das wäre natürlich eigentlich auch eine Möglichkeit, ne? Schauen wir mal. Nehmen wir nochmal hier den Panzer einmal. Ey. Mann. Ja, nicht gut. Dann sammeln wir nochmal ein paar Münzen ein hier, damit wir ein bisschen mehr Luft haben. So. Aber manchmal nervt das echt mit der Kamera. Wieso kriege ich die Muschel denn jetzt nicht? Beziehungsweise den Panzer hier. Sonst hat das immer auf Anhieb geklappt hier. So, Muschel, öffne dich. Hä? Ach, jetzt habe ich sie. Okay. Gucken wir mal, ob wir schnellstmöglich runterkommen hier. Nee, ab hier ver... Hä? Ab hier löst sie sich in Luft auf. Ah, das ist ja komisch. Nee, ich denke mal, dann... Ja, muss man tatsächlich die grünen Schalter, den grünen Schalter aktivieren, damit wir die grünen Blöcke aktivieren können. Ja, ich würde sagen, sonst verlassen wir hier erstmal den Kurs, beziehungsweise die Welt, und schauen erstmal in die nächste Welt hinein. Ah, so, dann haben wir ja hier unten die ganzen Welten, außer hier jetzt den einen Stern, haben wir dann ja komplett, ne? Das ist natürlich auch nice. So, dann müssen wir in dem Sinne... Müssen wir unten dann, ja, in den Keller einmal. Nimm aber schnell mal hier die Münze noch mal schnell mit, damit wir die Energie noch ein bisschen auffüllen. So. Ja, ich muss natürlich noch mal in die Kommentare reinschauen. Ich weiß auf jeden Fall, der Trisomat 3000 hat er geschrieben, in welcher Welt das war. Also mit dem grünen Schalter, da ist eine Welt, wo man den aktivieren kann und so. So, hier braucht man ja 30 Sterne, ne? Ah, noch, ja, noch 4 Stück und dann können wir sogar diese Tür auch schon öffnen. Auch nice. Nice, nicer als nice in dem Sinne, würde ich jetzt sagen. Ha, ja, jetzt muss ich erstmal überlegen, welche Welt nehmen wir dann als nächstes, also wir können einmal in die grüne... Was ist hier denn? Also wir können in die grüne Giftgrotte... in die Laberwelt hier links und dann ganz links in die Wüstenwelt. Aber wieso ist hier dann ein Häschen? Hä? Wieso hoppelt hier auf einmal so ein Häschen rum? Ey, komm her. Komm, dich holen da. Wieso hoppelt hier auf einmal so ein Häschen? Nice. Hä? Jetzt wollte ich ihn eigentlich einfangen, aber er rennt immer wieder denselben Weg. Ah. Wenn man den einfängt, dann kriegt man doch bestimmt einen Stern, oder? Denke ich mir jetzt mal. Nein! Was macht er denn? Wieso hoppelt hier ein Häschen rum? Das ist doch bestimmt ein geheimer Stern, denke ich mir mal. Den muss man einfangen und dann kriegt man noch einen Stern oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das nicht mehr so in Erinnerung. Also ich habe damals das Spiel ja auch nicht ja komplett gespielt. Ja, so die ersten 4 Welten, die kenne ich auf jeden Fall noch. Und ja, hier unten im Keller, das kenne ich eigentlich gar nicht mehr so richtig von damals. So, schauen wir erstmal. Das Häschen hoppelt ja dahin. Nein! Komm, einmal versuch es jetzt doch einmal rum hier, sonst gehe ich gleich erstmal in die nächste Welt. Wenn wir das Häschen jetzt nicht kriegen hier. Ich schneide ihn jetzt mal den Weg ab hier. Komm. Bleib doch mal stehen. Das ist auch schwierig. Ja, nice. Wir haben das Häschen. Hey, du Rüpel, ich bekomme ja blaue Flecken. Lass mich sofort los. Bowser hat mir diesen Stern geschenkt. Er wäre ziemlich böse, wenn er das wüsste. Aber ich bin in Eile, also nimm ihn und lass mich runter. Ah, sag ich doch. Ein geheimer Stern hier auf jeden Fall durch das Häschen hier. Cool. Sehr nice.
Ja, das kenne ich auf jeden Fall auch gar nicht mehr von damals hier. Unglaublich, du hast einen weiteren Stern erhalten. Er verleiht dir zusätzliche Kraft. Spiel schon speichern, ja klar, auf jeden Fall. Dann brauchen wir eigentlich noch 3 Sterne und dann können wir diese geheime Tür dahin öffnen. Die große Sterntür mit den 30 Sternen sogar noch. So, hier hätten wir ja übrigens, an dieser Wand wäre die Wüstenwelt. Dann wäre ja hier, die Laberwelt. Ich schau mal kurz, welcher Kurs das wäre. Das wäre Kurs 7. Wer für Big Bully in die Lava? Welche machen wir dann zuerst? Sei nicht schüchtern, sondern wehre dich, wenn jemand versucht, dich von einer Plattform zu schubsen. Sonst steigt die Temperatur. Okay. Oh, die Welt hier, die habe ich auf jeden Fall damals nicht gemacht, das weiß ich noch. Die habe ich auf jeden Fall nicht mehr in Erinnerung hier. Das wäre auf jeden Fall Kurs 7. Wir verlassen erstmal den Kurs, dann gucke ich mal kurz in die Wüstenwelt. Und in die Giftgrotte nochmal. Ich möchte gerne wissen, welche Kurse das sind, also welche Welten. Und dann entscheide ich mich gleich natürlich, für welche Welt wir uns dann jetzt als nächstes entscheiden hier. Schauen wir mal. Die Giftgrotte, da hätte ich natürlich auch Lust drauf. Wo ich da reingehoppelt bin, das einmal in den letzten Parts. Ja, da sah das schon sehr nice aus am Anfang, die Giftgrotte da. So, hier haben wir dann Kurs 8 wäre das sogar hier. Okay. Ja, da sind wir das letzte Mal auch kurz reingesprungen. Dann gehen wir erstmal wieder raus hier. Und die Giftgrotte müsste ja dann eigentlich Nummer 6 sein. Wir haben ja 4 Welten haben wir abgeschlossen. Wo ist denn die 5. Welt? Also es müsste auch noch eine 5. Welt geben, eigentlich normalerweise. Ich habe keine Ahnung. Also hier ist ja noch eine Tür. Das ist ja das mit der Giftgrotte, glaube ich, oder? Genau, hier ist die Giftgrotte. Schauen wir mal. Wo ist denn die 5. Welt? Ja, das ist die 6. hier. Klettere auf Nessies Rücken. Kann das sein, dass das, dass die 5. Welt versteckt ist? Ja, hier müsste man auch schon den Schalter irgendwie aktivieren. Boah, auf die Giftgrotte hier hätte ich ja richtig Lust, ne? Wie sieht das schon nice aus hier eigentlich? Das hat was, auf jeden Fall. Auch der Soundtrack ist sehr nice gemacht hier. Ich schau mal kurz nochmal in den Schlossgarten. Irgendwie habe ich so ein paar Szenen in Erinnerung noch, die ich ganz kurz mal abchecken möchte. Und, ja, wenn ich jetzt das nicht so finde, was ich gerade denke, dann würde ich sagen, machen wir eventuell die Giftgrotte oder die Lava-Welt. Hier ist ein Buhu. Ja, genau das ist das, was ich gerade meine. Ich habe diese Welt nur so durch Szenen gesehen in einer Zeitschrift damals. Ja, da hinten sind die Buhus. Sind hier überall Buhus. Nice. Also das kenne ich auf jeden Fall von damals gar nicht mehr. Nur, dass ich das in der Zeitschrift gesehen habe, wie gesagt. Die haben sogar Münzen hier. Die Bows hier, die Buhus. Okay, nice. Geil. Sehr geil. Und hier ist einer, der, glaube ich, diese Welt in sich trägt, ne? Zumindest habe ich das so irgendwie in den Zeitschriften damals gesehen und gelesen. Ja, und das müsste jetzt die Welt sein hier. Tatsache. Ja, Tatsache, das ist der 5. hier. Also die 5. Welt, der 5. Kurs. Big Bo's Burg ist das. Gehe auf Geisterjagd. Ja, ich würde sagen, das wäre dann auf jeden Fall hier die nächste Welt. Ja, die wir machen, weil, erstens, ich kenne die Welt nicht und zweitens, ich liebe die Geisterwelten in, ja, allen Super Mario, Spielen in dem Sinne, ne? Komm nur näher, hehehe. Okay. Oh, sehr geil. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Welt kenne ich gar nicht. Ich habe die damals nie gespielt. Und ich habe da ja richtig Bock drauf. Ja, die machen wir auf jeden Fall jetzt als nächstes. Moment. Gehe auf Geisterjagd. Haben wir jetzt hier als Aufgabe. Haben wir hier dann. Okay.
Was das? Wir hoppeln hier auf jeden Fall automatisch mit dem Ding weg. Auch nicht schlecht. Oh, ich liebe die Geisterwelt, wie gesagt, in den Mario-Teilen. Auch bei Super Mario World zum Beispiel die Geisterhäuser. Oh, die waren so genial auf dem Super Nintendo. Ich liebe das Spiel Super Mario World auch. Ja, sehr, sehr geil. Sehr schöne Erinnerungen habe ich da auch. Und schauen wir erstmal hier weiter. Auf Geisterjagd sollen wir gehen. Gut. Ich würde sagen, wir müssen, glaube ich, da vorne in die Tür rein. Ne? Die hintere nehmen wir noch nicht. Da haben wir noch so eine Blöcke. Und hier ist auch noch so ein Häuschen mit einem Schild. Schauen wir erstmal hier am Schild. Wenn du im Kreis rennst, werden manche Gegner große Augen machen. Okay. So ein weiterer Hinweis anscheinend. Ach, da meinen die bestimmt hier die Augen mit, ne? Okay, dann machen wir das mal im Kreis, okay. Hier ist so eine Art Fahrstuhl. Nice, nice, nice. Nicer als nice auf jeden Fall. Vor allem, ich kenne das ab hier alles nicht. Das ist sehr, sehr geil. Wie ich auch schon in den letzten Part sagte, das Let's Play wird für mich auf jeden Fall noch sehr, sehr interessant werden. Der Soundtrack ist auch mal nice gemacht. Was haben wir hier dann? Hier müssen wir auf jeden Fall mit den Tarnkappen, glaube ich, durch, wo wir unsichtbar werden. Wenn hier dann irgendwo so eine Blöcke sind, hier ist auf jeden Fall noch eine Tür. Kommen wir hier dann noch. Kommen wir erstmal hier. Ja, nicht viel außer Wasser, da können wir glaube ich noch tauchen. Moment, was haben wir hier? Nö, da ist ja nichts. So nur Wasser, Wasser. Noch mehr Wasser. Und da unten ist eine Tür. Oder? Das sah es gerade so aus. Nee, ist doch nicht. Das ist nur eine Wand. Und ich sehe gerade hier auf der Seite, da muss man doch keine Tarnkappe haben, also Unsichtbarkeitskappe. Man kommt hier automatisch auf die Seite rüber. So, Mario, was machst du da? Komm raus da. Ja, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Gehen wir erstmal hier in die Tür rein. Schauen wir mal. Oh, nice. Der Soundtrack ist ja schon mal richtig geil. Okay, hier ein paar Bows an der Wand. Ein paar Buhus. Was sollen wir hier jetzt machen? Also der guckt nach links, der guckt nach rechts. Der guckt auch nach links. Der guckt nach rechts. Die gucken immer links, rechts gucken die irgendwie. Muss man da irgendwie gegenhabbeln oder so? Was soll man denn hier machen? Auf jeden Fall sollen wir eigentlich auf Geisterjagd gehen, aber was wir hier machen sollen, keine Ahnung. Nö, eigentlich passiert hier nichts, oder? Nö, irgendwie nicht anscheinend. Ich habe keine Ahnung. Oder wir rennen erstmal so im Kreis hier. Moment. Einmal so rum. Da passiert da nichts, oder? Nö, anscheinend nicht. Dann gehen wir erstmal wieder raus hier. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen soll. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinhauen, wozu dieser Raum gedacht ist. Ich denke mal, der wird später bestimmt noch irgendwie, ja, sich entlüften in dem Sinne. Aber sehr nice, auch der Soundtrack da drin. So, auf Geisterjagd sollen wir gehen. Dann gehen wir erstmal hier wieder raus. War sehr geil gemacht. Ich liebe die Welt hier jetzt schon. Wie gesagt, ich liebe auch die Geisterhäuser so in Super Mario World und so. Sehr, sehr geil. Ja, nicer als nice in dem Sinne, ne? Schauen wir erstmal hier. Hier haben wir sogar drei Schilder noch. In den blauen Blöcken befinden sich die fantastischen Tarnkappen. Damit kannst du durch bestimmte Mauern gehen oder Geister erschrecken. Ah, man kann damit also auch Geister erschrecken, okay. Okay, die blauen haben wir sogar schon aktiviert. Im Horrorhaus solltest du den Mund geschlossen halten.
Damit deine Zähne nicht vor Angst klappern. Boah, sehr nice. Wie ich schon sagte, ich glaube, dass diese Welt hier wird mein Favorit, meine Lieblingswelt. Das Horrorhaus. Sehr geil. Hey! Pass mal auf, die Geister sind sehr schüchtern. Siehst du ihnen in die Augen, verschwinden sie. Das kennt man, ne? Drehst du ihnen allerdings den Rücken zu, werden sie wieder sichtbar. Attackiere sie von hinten, um sie zu besiegen. Ah. So immer von hinten attackieren. Oh, was haben wir hier dann? Hier ist auf jeden Fall irgendwie vom Licht rein irgendwie, ne? Schauen wir mal hier. Oh. Mehrere Türen auf jeden Fall. Links sind zwei, rechts da sind auch zwei. Haben wir hier. Da scheint später wohl noch eine Treppe irgendwie hoch zu gehen. Ich würde sagen, wir gehen das erstmal von links nach rechts durch im Uhrzeigersinn. Hier haben wir irgendein Klavier, okay. Oh. Aha. Da oben ist ein Stern. Okay. Gehen wir erstmal hier zum Klavier, würde ich jetzt mal sagen. Ah! Okay. Nice. Also kein echtes Klavier, sondern eher so ein Geisterklavier. Aber eine rote Münze ist da versteckt, okay. Kann man das Ding irgendwie kaputt machen? Nö. Denkt man nicht, ne? Dann gehen wir in die nächste Tür. Was haben wir hier? Oh. Auf jeden Fall fliegende Stühle. Was mit den Geistern? Soll man ja, wenn man sich jetzt umdreht, kommen sie. Wenn man guckt, dann sieht man sie ja. Da sind blaue Münzen drin. Mehr nicht eigentlich, ne? Und fliegendes Buch. Jetzt sind wir gleich schon tot. Ich nehme mal kurz hier den blauen Block und die Mütze ein. Jetzt sind wir ja durchsichtig. Geister von hinten attackieren. Das werde ich meinem großen Bruder erzählen. Dann kannst du aber was erleben. Okay. So, nimm mal nochmal ein hier die Mütze. So, ey, komm her. War sehr nice auf jeden Fall. Das werde ich meinem großen Bruder erzählen. Das kannst du. Aber. Kannst du aber was erleben. Okay, der sagt dann immer dasselbe. Okay, okay. Also die Buhus sagen alle dasselbe anscheinend. Und wieder so ein fliegender Stuhl hier. Weil die Münzen, die sammeln wir jetzt dann noch nicht ein. Was ist denn mit dem Bild hier? Muss man da irgendwas machen? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ab hier ist das alles neu für mich. Mit der Tarnkappe kommen wir auf jeden Fall durch das Bild durch. Nice. Ja, toll. Da kommen wir dann hier hinten hin, wo wir nicht reingegangen sind. Ja, dann gehen wir wieder hier rein in die Tür. Oh, jetzt kommen wir hier gar nicht mehr durch, ne? Nee. Weil wir gar keine Tarnkappe mehr haben. Wir können aber nochmal kurz schauen, ob hier irgendwas Geheimes ist. Nö. Das ist nichts Geheimes. Dann gehen wir erstmal wieder vorne. Ja, in den Haupteingang des Horrorhauses hier. Sehr nice. Nicer als nice. So, schauen wir mal. Die erste Tür hatten wir. Da gehen wir trotzdem nochmal durch. So, das kennen wir, aber wir wollen ja hier nochmal lang und in das Bild sind wir ja gerade rein. Schauen wir hier mal weiter. Oh, da hätten wir auch ja, die Tür hier nehmen können, wollte ich gerade sagen. Gehen wir jetzt in diese hier. Okay, hier haben wir wieder ein Auge und ein Buhu. Das werde ich meinem großen Bruder erzählen. Okay, okay. Dann erzähl das mal deinem großen Big Bo in dem Sinne. Ich denke mal, das wird wohl der Big Bo sein. Der große Bruder, den er meint. Oh. The Big Brother hier. Was haben wir hier noch? Hier ist eigentlich sonst nichts, ne? Ich glaube, man muss alle Geister irgendwie, denke ich mal, besiegen. Die kleinen Buhus. Buhus hier. Na, eigentlich ja Buhu. Heißen die ja eigentlich noch. Was haben wir hier? Schauen wir natürlich erstmal in jede Tür rein. Ah, nein. Ja, super. Dann fahren wir hier nach unten durch, okay? Wir haben immer noch den ersten Stern. Geh auf Geister, ja. Ich denke mal, wir sollen auf jeden Fall die ganzen Geister alle killen.
Zumindest denke ich das mal. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber sehr nice, sehr nice. Ah ne, hier waren wir. Dann einmal da hinten lang. Jetzt müssen wir ganz oben hochrennen. Das ist ja auch ärgerlich. Schauen wir mal, schauen wir mal. Weil der Soundtrack ist so geil gemacht. gefällt mir hier im Horrorhaus. Ja, dann gehen wir natürlich hier vorne wieder durch den Haupteingang. Schauen natürlich wieder in die Tür rein. Ja, ich hätte da ein bisschen schneller rüber rennen müssen. So, ah ne, hier war ja nichts, stimmt. Da waren wir eben drin, da haben wir ein Buh in dem Sinne gekillt. Und hier waren wir ja, ne, genau. Bei meiner Kamera ist es immer so eine Sache, da muss man immer schauen. Dann rennen wir jetzt erstmal schnell rüber hier. Nice, da ist auf jeden Fall der nächste hier. Der sagt auch wieder dasselbe mit seinem Bruder hier, dass er ihm das erzählt. Sein Big Brother hier. okay, da haben wir den nächsten. Und eigentlich sogar noch eine rote Münze. Nice. Habo! Du bist also der Unruhestifter. Jetzt wirst du das büßen, was du mir und meinen Geschwistern angetan hast. Okay? Und irgendwie hat da irgendwie so ein... irgendwas erklungen. Ein Stern oder irgendwas. Keine Ahnung. Also wir haben auf jeden Fall anscheinend die Aufgabe fertig. Ah, und hier ist jetzt der Big Brother hier. Der Big Brother ist hier. Ja, nice. Ich glaube, den müssen wir nur dreimal killen. Beziehungsweise dreimal hinten treffen. Na komm, Bo. Aber das ist noch nicht der Big Bo, oder? Schauen wir mal. Zweimal. Und dreimal. Ah, nice. Also der Big Bo war das, glaube ich, noch nicht. Das war nur der große Bruder. Hä? Ach so, ich wollte gerade sagen, wie sollen wir da denn hochkommen? Ja, dann sacken wir uns natürlich hier den Stern jetzt ein. Sehr nice in dem Sinne. Nicer als nice in dem Sinne, ne? Oh, die Welt gefällt mir jetzt schon. Geh auf Geisterjagd, haben wir somit abgeschlossen hier den ersten Stern. Speichern und weiter natürlich. Ja, im nächsten Part geht das dann natürlich weiter. Das hier war es auf jeden Fall mit Part Nummer 11 in dem Sinne. Geh nochmal schnell hier in die Tür rein. Ja, und stellen uns erstmal hier so hin, hier sind wir in Sicherheit. Ja, Part 11 endet hiermit in dem Sinne und ja, im nächsten Part geht es natürlich weiter dann in dem Geisterhaus, in dem Horrorhaus in dem Sinne. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit ihr nichts verpasst hier auf dem Kanal. Und dann würde ich auch schon sagen, bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Nobeldecker86. Ciao.